Guten Morgen, meine Hübschis. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich sitze im Auto. Ich habe jetzt gerade den Carlos in den Kindergarten gebracht. Fahre jetzt einkaufen. Ich fahre zu Aldi heute. Und dann werde ich irgendwie versuchen, dieses ganze Zeug, was bei mir noch im Auto ist vom letzten Mal, wo wir bei Hornbach und Obi waren, aus meinem Auto zu kriegen, weil irgendwie kriegt der Dominik da nicht gebacken, zeitlich mir das da rauszuholen. Und es nervt mich jetzt langsam. Weil ich dann gucken muss, wie ich die Einkäufe verstaue. Ich muss die immer zwischen den Sitzen hier reinmachen. Und dann wollte ich noch zum Matratzen-Concord nach Matratzen suchen für unsere Lounge, unsere Paletten-Lounge, die wir ja haben. Ich habe ja so ein Bett gemacht, aber irgendwie liegt da kein Mensch drauf. Deswegen habe ich mir überlegt, was wäre denn, wenn wir das halt wie so ein Ecksofa einfach machen. Und zwei Matratzen, 70 mal 2 Meter müssen die sein. Und wir sind so klein, wir können uns trotzdem nämlich super noch da drauf legen. Also richtig genial. Und die Terrasse wirkt einfach etwas größer, so als Überbrückungszeit, bis die komplette Terrasse wirklich fertig ist. Dass wir entweder das halt behalten mit den Paletten oder eine neue holen. Also so eine richtige Lounge-Ecke. Aber wenn, dann wollen wir schon was Vernünftiges holen. Ich denke mal, preislicher muss man da schon ein bisschen was mehr investieren, damit das auch wirklich dann man lange was davon hat. Das soll ja wirklich dann auch schön aussehen. Aber ich denke, mit den Paletten könnte es auch richtig nett werden. Wenn ich da ein paar hochwertige Outdoor-Kissen hinlege und so und das schön dekoriere, sieht das bestimmt richtig cool aus. Aber jetzt fahre ich los. Wir haben jetzt 8:30. Dann muss ich noch hier ein Kleid wegbringen. Ich habe aus Versehen zweimal das gleiche Kleid bestellt. Ich weiß nicht warum. So ein Seidenkleid von H&M, das ist so schön. Das kann ich euch auch unten einmal verlinken. Richtig toll, also es ist einfach ein Traum. Ich stehe im Moment auf so Kleidung, die so fließt, so fließende Stoffe, so Seide. Dann auch mache ich total gerne hier Leinen, finde ich auch total schön, gerade jetzt, wo es so warm ist auch. Genau, ich kann es euch später auf jeden Fall nochmal zeigen, aber jetzt werde ich einkaufen gehen, wie gesagt, dann einkaufen, die Einkäufe nach Hause bringen. Dann nochmal los zu Matratzen-Concord und wenn die da die Matratzen nicht haben, nochmal zum dänischen Bettenlager. Und ich hoffe, dass ich nicht zu Ikea muss, um die da zu holen. Genau, und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Vlog und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. So, ihr Hübschen, ich bin wieder zu Hause. Das war vielleicht eine Reise. Ich war bei 2 dänischen Bettenlager. Ich habe nochmal ein bisschen gegoogelt. Und bei einer Anleitung auf Pinterest, da hatte die Dame nämlich andere Matratzen genommen. Die gibt es bei Ikea nicht mehr, aber im dänischen Bettenlager hatten die. Super günstig, 27,50 Euro haben die gekostet. Ich habe jetzt 3 Stück bekommen. Morgen fahre ich noch mal in ein anderes dänisches Bettenlager und hole die dann da. Noch die letzte, ich denke, ich brauche 4 Stück. Und dann ist die Lounge soweit fertig, was die Auflagen angeht. Und ich denke, wir müssen noch eine oder eventuell sogar 2 Paletten holen, um hinten an der Rückseite einfach nochmal, dass der Dominik die dir endlich anbringt, dass man sich halt anlehnen kann. Zeige ich euch aber gleich. Ich trage jetzt erstmal alles rein. So sieht es jetzt aus. Vorher war das ja ein Bett. Habt ihr ja alle gesehen, kennt ihr ja alle. Ansonsten schaut gerne bei uns auf Insta vorbei. Da habe ich es, glaube ich, sogar auch einmal gezeigt, wie es als Bett aussah. Und jetzt haben wir halt so ein L gemacht, wie so eine Lounge. Da haben wir auch viel Platz und man kann sich trotzdem hinlegen. Das finde ich richtig cool. Und das war jetzt hier meine Ausbeute. 3 Matratzen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine. Dann diese Laternen, die waren im Sale. Wie schön sind die bitte? Die waren nur 15 Euro. Und die hat 30 Euro gekostet. Aber die sind so schön. So genial. Also richtig cool. Dann passende Bettbezüge habe ich auch noch geholt. 3 Stück erstmal. Und einmal so eine richtig schöne Decke. Die war auch reduziert von 15 Euro auf 7,50 Euro. Die werde ich jetzt hier drauflegen, die Matratzen. Und dann mal gucken, wie es aussieht. Aber ich denke mal, das wird echt richtig schön werden. So sieht es jetzt hier aus. Ich überlege nur gerade, ob das eventuell schöner aussieht, wenn ich die ganzen Matratzen hier in die Seite packe und da wie so eine kleine Ablage habe, so einen Tisch. Ich glaube, das mache ich mal. Das sieht bestimmt auch ganz gut aus.
So. Ich muss mal gucken, wie mir das am besten gefällt. Muss mal schauen. Aber ich glaube, wenn da eine Matratze ist, gefällt es mir irgendwie besser. Sieht so unfertig aus. Ah, ich weiß nicht. Der Domi muss auf jeden Fall mir die Paletten da dran schrauben. Ich bin ja bei sowas total unbegabt. Kissen. Kissen machen ja sowieso, sind das A und O bei sowas. Ich wollte, die sind jetzt extra, normalerweise hätte ich 70 gebraucht, 70er Breite, weil die Palette auch 70 ist. Aber ich habe 60 genommen, damit ich die dann komplett an den Rand anlegen kann, die Matratze. Und hinten würde ich halt noch solche Rückenkissen dran machen. Die habe ich auch gesehen bei Pinterest und das sah richtig schön aus. Die muss ich dann noch bestellen, muss nur gucken, wie viele ich dann davon brauche. Aber es gefällt mir schon mal ganz gut. So, ich habe es jetzt mal so hingestellt. Das muss auf jeden Fall weg. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann muss ich gucken, ob ich einen größeren Outdoor-Teppich finde. Ich muss mal messen, wie breit der ist, wie lang der ist. Ich habe nämlich im dänischen Bettenlager einen gesehen für 22 Euro. Der war 2,50 Meter. Und ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt hier auch 2,50 Meter ist. Ansonsten will ich einen holen, der viel, viel größer ist. Um das einfach zu überbrücken, bis wir hier wirklich mal eigentlich anfangen mit der Terrasse. Ja, sieht jetzt vielleicht nicht aus wie eine 3.000-Euro-Lounge, aber Not macht erfinderisch, ne? Es sieht schon recht schön aus, der Schirm passt überhaupt nicht, der muss da weg, da müssen wir den dahin machen an die Ecke und dann sieht das eigentlich schon ganz nett aus, würde ich sagen, so von Weitem. Wenn da noch eine Lichterkette dran kommt, ich mache die Lichterkette von dort ab, da haben wir ja eine, und mache die dann hier dran, dann sieht das bestimmt nice aus. Und dieser Walnussbaum muss weg. Da werde ich gleich Dominiks Onkel anrufen, dass der kommt und mir den jetzt endlich mal wegmacht. Der Dominik kommt da einfach nicht zu. Und ja, sieht schön aus. Mir gefällt's. Ja! So, Kinder sind alle zu Hause. Joanna, Lamia, Carlos. Ich habe den Carlos gerade abgeholt mit Lamia. Und waren eben schnell nochmal bei Penny. Da habe ich diese Blümchen hier noch geholt für den Garten. Lamia wollte Serrano schinken, dann so ein paar Babymöhrchen. Und noch das hier. Und Seifenblasen. Und zwar, und so Mini-Donuts wollten die Kinder auch unbedingt haben. Dann haben wir die auch mitgenommen, weil frische hatten die keine mehr. Und dann hatte ich den, für die Kids habe ich gesehen, hier so Seifenblasenpistole. Finde ich richtig cool, macht immer mega viel Spaß. Und da ist eine dabei, wir haben aber nochmal direkt ein Nachfüllpaket geholt. Und das war's, ganz kurzer Trip nur. Bei Penny, jetzt gehen wir raus in den Garten. Carlos ist jetzt in dem Ausrasten. Mama, jetzt mein riesiges Poster. Nicht hier, mach mal drin, okay? Hier, kannst du rausgehen und draußen damit spielen, okay? Mama, kannst du mir kurz helfen? Ja, weil wobei? Ja, Spaß. Wobei soll ich die kannst helfen? Du das abmachen? Ja, klar. Das ist nämlich ein riesiges Brust. So schön. Ja, ich hab das Brust verkauft. Ja. Guck mal, pass auf. Da-da-da. Boah, voll cool. Richtig gut. Johnny, guck mal. Riesenlanges Modelposter. Ich glaube, du hast immer mein Zimmer hängen, ne? Blätter. Richtig schön. Ich will mein Zimmer haben. Können wir ja aufhängen. Danke. Und wie? Nägeln oder so? Haben wir keine. Schön. Hoho. Wir haben 9 Uhr und ich habe einen riesen Cut im Vlog. Aber ich glaube, einen riesen Cut im Vlog. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was Zusammengehöriges ist oder nicht. Im Endeffekt wollte ich euch heute sowieso nur zeigen, wie ich die Paletten umgestellt habe. Wir haben nämlich da noch Besuch gekriegt. Die Lamia, es kam noch eine Freundin von der Lamia. Und dann filmen wir natürlich nicht gerade, wenn die Kinder dann immer im Garten sind. Ihr kennt das Problem im Sommer, wenn die dann hier, man kann ja nicht in unseren Garten reingucken, von keiner Seite. Und dann können die Kinder natürlich auch hier mal so nackt durch die Gegend springen und in den Pool und so weiter. Und kann ich natürlich überhaupt nicht filmen, ist ja natürlich klar.
Meine alten Hasen wissen das ja, deswegen ist echt ein riesen Cut. Aber ich zeige euch trotzdem mal einen kleinen Rundgang jetzt durch den Garten. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie was zusammengeschnitten. Ich gebe echt mein Bestes. Ich habe übrigens auch noch eine neue Tischdecke gekauft. Die hatte ich letztes Jahr schon. Ich fand die so schön. Und dieses Jahr gab es jetzt auch im dänischen Bettenlager. Das ist halt so Meterware, so ein Wachstuch. Und dann kann man das schön sauber machen. Und dann ist das dann für dieses Jahr hier richtig schön geritzt. Der Dominik und ich haben uns überlegt, ob es nicht Sinn macht. Wir wollten ja eigentlich die ganze Terrasse hier wegmachen und da dieser ganze Bereich bis da hinten, also das Gebüsch wird auch wegkommen, also das alles und das hier alles mit diesen Platten zu verlegen. Das machen wir aber nächstes Jahr, nicht dieses Jahr. Jetzt haben wir überlegt, ob es nicht vielleicht nicht schlecht wäre, das einfach so zu lassen, die zu streichen, weil es gibt nämlich extra so Farbe, damit man die halt streichen kann, dann sehen die richtig nice aus wieder. Und uns dafür aber so einen richtig langen Holztisch zu holen und einfach so eine riesenlange Bank rechts und links. So könnte man ohne Probleme, also es wäre dann ein 4 Meter Tisch. Man kann zwar nicht vor Kopf sitzen, so wie jetzt, aber man hat natürlich irgendwie, kriegt man 5 oder 6 Leute an eine Seite. Das ist schon echt richtig krass. Aber dann wäre halt alles wirklich hier komplett zu zum Essen. Müssen wir, kam mir so in den Sinn. Haben wir einfach mal so bequatscht und ja, mal schauen, wie sich die Idee einfach mal weiterentwickelt. So, jetzt zeige ich euch aber das Aktuelle. Die Rosen blühen auch übrigens wieder richtig schön. Aber wenn die jetzt weggeblüht sind, kommt das Geschmodder hier weg. Dann werden wir den wahrscheinlich irgendwo anders hin tun, umpflanzen. Muss ich mal gucken. Was laberst du für eine Scheiße? Nicht zu fassen, ey. Habt ihr das gehört? Mann, ey. Ich dachte, er geht mit mir. Aber mein Nachbar tickt mal wieder komplett aus. Boah, no. So, ich zeig euch jetzt aber die Ecke, wie die aussieht. Ich war heute tatsächlich den ganzen Tag hier. Und es sieht einfach, es ist noch nicht perfekt, aber es ist einfach super schön, da jetzt so zu sitzen. Der Schirm muss auf jeden Fall weg. Der sieht kacke aus. Der bleibt natürlich. Ich werde aber andere Platten holen. Ich habe mir überlegt, so richtig schöne, hochwertige Platten zu nehmen und nicht dieses alte Gedöns hier. Ey, voll hässlich ist das. Der Dominik ist da nie was für. Der sagt immer, da tut's auch. Aber es sieht einfach nicht schön aus. So, fertig aus. Ich bin so verliebt in diese Laternen. Das ist der Wahnsinn. Und für den kleinen Preis. Ich habe jetzt das Gerüst hier hingestellt mit den Blumen und mit den Makramee-Töpfen. Das war ja vorher da hinten. Jetzt steht es hier. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Das passt auch richtig gut. Und dieser Walnussbaum kommt jetzt endlich weg. Das Ding ist so blöd. Es wuchert wie bekloppt. Der Dominik ist allergisch. Es macht auch noch mega viel Dreck. Und das kriegst du nie beigeschnitten. Ne? Da musst du echt jeden Tag dran. Es ist so riesig. Guckt euch das mal an. Riesengroß hat Vieh und gibt auch keinen Schatten oder so. Das ist einfach nur, sieht einfach nur scheiße aus. Jetzt kommt der weg, Freitag kommt der Gärtner, Dominiks Onkel, und säbelt mir den so richtig weg. Und dann muss er noch eine Fräse besorgen, damit er mir auch die Wurzel rausfräsen, dann kommt das raus. Gott sei Dank. Dann ist das hier auch alles nochmal schön offener und es ist einfach ein schöner Bereich nochmal mit in den Garten integriert. Richtig schön. Aber ich sag's euch, sieht das nicht schön aus? Guckt euch mal diesen Blick. Ich muss neue übrigens bestellen. Die sind komplett durch. Die sind leider nicht mehr so schön. Muss ich mir bei Amazon gleich mal bestellen. Auf jeden Fall sieht es sehr nice aus. Und der Dominik und ich, also ich lag jetzt hier heute am Tag, ich habe gesessen. Wir haben alle hier gesessen, die Joanna, Carlos, Lamia, Dominik und ich. Und wir haben jetzt gesagt, eigentlich reichen 3. 3 reichen, definitiv. Und dann müssen wir noch gucken, wie wir das mit den Rückenlehnen machen. Ob wir hier auch noch welche dran machen. Ich schaue mal, wenn das Ding da weg ist, wie das wirkt. Aber ich hätte schon gerne so eine Rückenlehne hier dran auch, weil es einfach gemütlicher ist, wenn man da einfach sitzt. Die werden dann auch dran geschraubt am Freitag und dann werde ich so richtig schöne Kissen holen. Ich denke mal, mit den richtig guten Kissen, auch was hochwertiger gerne, wird das richtig schön aussehen. Also super cool. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Das Ding bleibt natürlich nicht hier, das passt überhaupt nicht. Der Tisch, finde ich, geht so. Obwohl was anderes auch natürlich schöner wäre. Der kommt aber auf jeden Fall weg. Und hier habe ich provisorisch einen Teppich aus dem Keller geholt,
Weil, schaut euch mal den Scheiß an. Das ist so gefährlich mit den Kindern, wenn die hier im Pool sind und so. Die Terrasse muss unbedingt jetzt mal gemacht werden. Ey, das ist, kotzt mich an, sowas. Aber naja. Es ist. Ich habe da jetzt erstmal das draufgelegt und dass die Kinder halt nicht direkt mit den Füßen da drauf laufen. Aber dieser Bereich sieht auf jeden Fall schon mal nett aus. Living in